Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Inneren vom Ziggurat bei Tunic. Und ja, wie versprochen, jetzt komplett, hoffentlich, das Innere hier erkunden. Ich habe, also hoffentlich aufgrund dessen, dass ich halt nicht wirklich viel Lebensenergie habe. Und ich hoffe, dass ich jetzt gleich mal, bevor ich hier auf irgendwas losgelassen werde, nochmal nachtanken kann. Vielleicht bereue ich den Cliffhanger der letzten Folge auch. Wer weiß, aber das sah mir doch sehr nach größerem Gebiet aus und ich habe Bock, das zu erkunden. Ach, guck mal. Du bist auf jeden Fall irgendwas wie so eine heilige Flamme. Bist du gut? Okay, es klingt nicht gut, aber es heilt mich. Und ich denke mal, ich kann auch aufleveln hier, ne? Jawohl. Dann werden wir das doch einmal tun. Also er hat auf jeden Fall denselben Nutzen wie unsere Schreine an der Oberwelt, aber anscheinend ist das so einfach die Unterweltversion von dem Ganzen. Verteidigung auf jeden Fall schon mal erhöht, aber sehr gut zu wissen, dass hier sowas wie Checkpoints existieren. Vielleicht ist es so einfach kein Dungeon, sondern so eine komplett neue Unterwelt, die sich hier gerade uns eröffnet. Mit diversen Wächtern, die anscheinend doch nicht einfach nur zum Hintergrund gehören. Sondern auch angreifen können. So. Irgendwann reicht es dann auch mal und es muss kurzer Prozess gemacht werden, weil wenn die ganze Zeit nur über ihrem Abgrund rumschweben, nervt es dann doch ein bisschen. Okay, ab und zu greift so eine Gegnerhorde mal an. Ich meine, die da hinten rumschweren, ich glaube, die gehören wirklich nur zum Hintergrund, aber dass irgendwann welche davon auch mal angreifen, war, ich glaube, abzusehen. Und schon haben wir Türmchen. Hey. Ich würde sagen, würdest du bitte auch mal die... Okay. Die anderen anvisieren, wollte ich gerade sagen. Die mehrere Türme sind schon ein bisschen kacke. Wenn man schon davon spricht, kommen direkt nochmal neue. Die Turmpassage mag ich nicht. Dann halt mit Magie. Wenn der Nahkampf nicht funktionieren will oder nicht kann, dann muss halt Magie ran. Okay, die Turmpassage war jetzt schon nicht so geil. Gegen die Wächter war okay. Weil mittlerweile sterben die zumindest One-Hit, aber die, wenn so 6 Türme dich auf einmal angreifen, ist dann doch nicht so angenehm. Was haben wir hier? Kann ich mich an dich ranziehen? Nee. Aber aktivieren kann ich dich, glaube ich, ne? Das hatten wir in der anderen Höhle auch schon mal. Jawoll. Jetzt wird es ein bisschen Sci-Fi hier, habe ich das Gefühl. Was nicht schlecht ist. Mag das sehr gerne, den Stil, der jetzt hier gerade entsteht. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich es einordnen soll, weil ich glaube, im Handbuch habe ich darüber auch noch nicht viel gelesen. Oder ist das das Kloster, das besagte? Ich glaube eigentlich nicht. Da bin ich immer noch der Meinung, dass es oben hinter der Tür in den Schneebergen. Aber vielleicht öffnet sich diese Tür ja, wenn ich hier irgendwie was regel. Man weiß es nicht. War ich hier oben schon? Sind das meine Kampfrückstände hier? Ja, oder? Ich bin hier runtergelaufen danach. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube ja. Ja, da ist der Checkpoint. Alles klar. Rätsel gelöst. Dann gehe ich jetzt einmal auf die andere Seite. Und dahinter war, glaube ich, auch nochmal was. Ne? Da, wo ich die Kiste gefunden habe, da ging es auch noch weiter. Mal jeden Weg hier abgehen. Und die Sache, was fehlt. Mir fehlt ja rein theoretisch auch nur noch der blaue Stein. Und hier ist alles blau. Also die Möglichkeit, dass hier der blaue Stein versteckt ist und nicht in diesen Sumpf, wo man einfach nur in Geistergestalt hinkommt, das könnte jetzt natürlich auch sein. Ich meine, wenn ich jetzt diesen Stein halt finden würde, würde ich mich nicht beschweren, ganz im Gegenteil.
Weil dann wäre so einer der Main, also eine von den Main-Questlines, sag ich mal, wäre ja dann schon mal abgeschlossen. Du siehst aus, als wärst du durch Beten aktiviert. Okay, vielleicht bist du auch einfach ein Gegner, der sich durch Beten aktiviert. Das ist neu. Ja, okay. Sein Beyblade-Move hätte ich vielleicht voraussehen können. So. Okay. Einfach mal ein Transformer. Ja. Noch, hast du noch eine Form oder was ist? Das war's, okay. Gut zu wissen, dass der verschiedene Phasen hat. So, nicht mal ein Bossgegner, das ist einfach ein ganz normaler Gegner, der jetzt hier mit irgendwelchen Phasen auftrumpfen will. Das ist doch schon mal interessant. Oh je, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß, wo die damit hinwollen. Das hat für mich so einen Rätselcharakter, von wegen, du musst die richtigen Ebenen finden und immer wieder irgendwelche Durchschlüpfe oder so. Vielleicht ist es auch einfach nur ein reines Architekturwunder. Kann auch sein. Im Moment renne ich hier einfach nur im Kreis. Mir ist jetzt schon schwindelig. Guck mal, hier geht's auch wieder runter. Ja, okay, ist einfach. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen, um zu verwirren. So ein bisschen, um im Kreis zu laufen und das nicht ganz so langweilig zu gestalten. Ist ganz nice. Vor allem, dass hier dann jetzt auch die Perspektive mal so ein bisschen unlocked ist, sage ich mal, und nicht die ganze Zeit immer so stur von oben. Die Passagen mag ich mal ganz gerne hier. So, hier geht's rein. Würde ich jetzt mal vermuten. Oh, das sieht stark nach etwas aus, was ich schon kenne. In so einem Raum kann man sich, glaube ich, rein teleportieren. In diesem Teleport-Hub. Das ist interessant, ob das irgendwie miteinander zu tun hat. Vielleicht hier haben wir nochmal so ein Püppchen. Auch hier wieder das gleiche Lied. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber solche Sachen bleiben erstmal im Inventar. Ich werde sie jetzt nicht einfach in den Brunnen schmeißen. Das sind sie hier Münzen. Hier geht's auch noch weiter runter. Kann ich hier vielleicht irgendwas aktivieren? Okay. Ich glaube, wir haben Mewtwo gefunden. Ich weiß nicht, ob ich beten will. Aber ich mach's trotzdem mal. Weil da oben sind diese Lichter, die da... Oh, nee, okay. Okay, aber es beobachtet mich. Also was auch immer es ist, es beobachtet mich. Ein Wesen aus reiner Energie. Und der Boden ist ein Fahrstuhl. Und alles ist ein bisschen weird. Aber cool. Ich weiß nicht, ob ich Angst davor haben soll oder es mögen soll. Alles klar. Unser Mewtwo da oben ist nicht das einzige Exemplar. Was ist das? Sind das auch Echos? Aber halt dann in Böse. Okay, wo sind wir hier? Ich habe so das Gefühl, ich komme jetzt in die Hölle so langsam. So, der Gang durch schwaches Blau erleuchtet von unserer Laterne. Oh lol! Das sind keine Serverräume, das sind Pokebälle. Die werden hier abgepackt. Und dann an die Oberwelt geschifft, um da für Energie zu sorgen. Scheiß, sind da einfach nur Kristalle. Oder werden die dann zu den Kristall... Alter. Okay. Es eröffnet sich hier eine völlig neue Welt. Okay, ich habe so das Gefühl, ich sollte das, was da unten rumflabbert, nicht unbedingt berühren. Was ich aber berühren sollte, ist der Checkpoint, denn dann kriege ich wieder volles Zeug. Okay, selbst die Ratten kommen hier nicht wirklich mit klar anscheinend. Wir haben Bomben.
Maschine da, die wirkt ein bisschen bedrohlich. Ich habe aber auch keine Lust, da jetzt eine Bombe reinzuwerfen. Ich glaube, einfach vom Environment und sowas wird da nicht viel passieren. Ach du Scheiße, okay, jetzt geht's los mit Energieviechern. Hatte ich nicht schon mal sowas? Ach, die teilen sich. Das ist ja nett. Ach, Kacke. Okay, da hilft mir dann jetzt auch die Maske. Nee. Die werden immer kleiner. Okay. Einfach mal den halben Lebensbalken weggezogen. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zum Checkpoint. Das könnte besser laufen. Ist nur die Sache, teilen die sich auf, wenn ich die mit Magie beschieße? Oder ist das so ein Slashing-Damage-Ding? Dass die dadurch dann einfach immer nur weiter aufgeteilt werden? Es wäre mal interessant. Hier auf jeden Fall mal einmal hier runter. Einmal zum Item, damit das zumindest schon mal gesaved wird hier. Ja, okay, du bist halt einfach auch fucking schnell. Es kommen noch mehr. Schön. Nicht für mich. Aber fürs Environment ist es schon sehr interessant, was hier... Oh Gott. Ja, ich werde ja komplett eingekesselt hier. Ich meine, die haben dann halt in der Form auch nicht mehr viel Leben, aber ich dann auch nicht mehr am Ende. Ich habe mich schon wieder alles komplett runtergedübelt, ey. Was ist denn hier los? Für einen. Gut. Ich mache das jetzt nochmal. Alleine für die Tatsache, dass dann jetzt auf gar keinen Fall... Das erinnert mich übrigens gerade übel an Apex, die Musik. Ich möchte jetzt nicht unbedingt nochmal die beiden triggern für diesen einen... Ich habe... Weiß ich, war das letzte Folge oder war es jetzt eingangs dieser Folge? Wo wir schon immer schön belohnt. Ja, das müsste letzte Folge gewesen sein. Das Spiel versteht was von Belohnungen. Da ist nicht hinter jeder Ecke immer nur ein so ein Ding. Jetzt war es mal ein so ein Ding. Siehst du mal. Also zu verarschen wissen die Entwickler auch. Oder der Entwickler. Ich weiß nicht, wie viele Leute dahinter stehen. Ich möchte das schon noch richtig loben. Einfach ab und zu auch vielleicht mal schlau machen über die Spiele, die man hier so zeigt. Ihr seid schon kleine Biester, ne? So. Weil einkesseln wird bei denen natürlich groß geschrieben, wenn die sich ständig nochmal aufteilen, sogar innerhalb. Bevor ich jetzt irgendwo immer mal hingehe, immer erstmal gucken, ob hinter mir so ein Viech spawnt. Weil scheinbar kann das hier sehr schnell passieren. Ja. Nicht den, der schon kaputt ist. Anvisieren ist so ein Ding. Anvisieren müssen wir nochmal üben. Weil er visiert dann leider immer auch Leute an, die nicht unbedingt... Ich habe einen Heiltrank gefunden. Das ist geil. Er visiert dann immer auch gerne mal Leute an, die schon längst im Sterben sind. Und die mir dann leider nicht mehr viel nützen. Und währenddessen können mir Leute, die sehr wohl noch am Leben sind, in den Rücken schießen. Und das ist nicht cool. Das hat mir bei der Belagerungsmaschine auch sehr viel Spaß gemacht. Okay, ihr seid halt einfach nur da. Ganz ehrlich. Ach, scheiße. Ich treffe die halt auch nicht richtig. Das ist das. Na, okay, sie teilen sich auch, wenn ich sie mit Magie kaputt hau. Irgendwie Slashing und verschiedene Schadensarten zu berechnen, ist, glaube ich, dem Spiel auch nicht unbedingt... Alter, nee, ernsthaft... Lebensbalken, den ich nur noch hab. Ist ja ein Traum. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, ne? So. Jetzt muss einmal nur noch so ein Rattenkaiser da kommen mit seinem scheiß Schwert und das war's. Ja, oder zwei nochmal von denen. Das ist natürlich auch noch möglich. Ja, oder direkt drei, komm. Ja, Volo, rein da. Okay. Die Viecher nerven. Die nerven hart. Ich versuche jetzt nochmal hier durchzukommen. Bin ich hier eigentlich? Ist das echt noch von diesem... Tür in den Bergen. Ich habe irgendwie so das echt das Gefühl, dass die Tür aufgeht, wenn ich hier durch bin oder so. Irgendwie sowas.
dass ich das halt wirklich machen muss. Und die Viecher, die gehen einem hart auf den Senkel, ganz ehrlich. So, hier kommt ja jetzt gleich der eine hoch. So. Komm du mal her. Der wird zu zweien. Der wird dann auch wieder zu zweien. Also die Sache, ich muss an sich erstmal nur versuchen, die unter Kontrolle zu halten. Weil die sind danach One-Hit. Rein theoretisch müsste ich dann nur noch einen so einen Schwertstreich da durchmachen und das war's. Jetzt kommen alle Türme hoch, ne? Ja, das dachte ich mir. So. Halt eigentlich wirklich die Anzahl immer möglichst gering halten. Immer auf einen fokussieren. Aber dann, das meine ich mit anvisieren, dann fängt er nämlich an und springt einfach fröhlich durch die Gegend, weil dann zählt das Viech dann schon in dem Moment als tot und der springt direkt zum nächsten. Was dazu führt, dass ich halt einfach auf alle eindresche. Oder vielleicht einfach komplett ohne anvisieren arbeiten. Ich glaube, das ist bei den Viechern besser. Ja, das wirkt zumindest besser. Zumindest habe ich den Encounter jetzt überlebt. Ich lebe nicht mehr viel. Aber ich habe es überlebt. So, den kann ich jetzt auch anvisieren. Ja, und schon haben wir wieder unseren kleinen Nupsi-Lebensbalken. Vielleicht auch einfach mal nicht anvisieren. Anvisieren vielleicht auch einfach mal sein lassen und dann läuft's auf einmal. Weil das ist echt so das Hauptproblem irgendwie. Und das kann man einfach aus dem Weg schaffen, indem man es nicht tut. Hätte das gedacht. Ich wäre jetzt kurz gedacht, hier ist gar nichts drin, aber hier ist so eine Blaubeere drin, sag ich mal. Komm ich hier auch irgendwie runter? Nee. Nur die Frage, wie ich sonst da hinkomme. Wenn man mal ehrlich ist. Auch wieder so ein Ding, wofür ich dann fliegen muss wahrscheinlich oder so. Ach, guck mal, ein Checkpoint. Den nehme ich sehr gerne an. Weil der ist jetzt an einem sehr guten Punkt, an dem ich dann sagen kann, okay, ab hier geht's weiter. Die Folge wird noch nicht beendet, für alle, die sich jetzt vielleicht schon Sorgen gemacht haben. So, vollgetankt geht's weiter. Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich vollgetankt nochmal so eine... Das ist jetzt die Sache, wenn ich jetzt einmal bete... Okay, ich muss noch nicht mal beten. Vielleicht auch ab und zu mal ausweichen. Das ist ab und zu vielleicht doch mal eine ganz gute Idee. Okay, jetzt übertreibt das. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Also, dass ihr alle nochmal so eine halbe Evolution hier durchmacht, weiß ich nicht, wie ich das finden soll, ganz ehrlich. Das hat schon Bossfight-Charakter, was die hier machen, die beiden Jungs. Aber immer mit der Ruhe. Sofern er nicht hier diesen komischen Ding ist, weil ausweichen kann ich da glaube ich auch nicht. Ich verkack's halt mit dem Timing. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall auch gegeben. Ja, nicht gierig werden. Und da geht der erste down. Die auch immer abhauen. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch warum. Der Fernkampf ein Scheißdeck bringt. So. Zweite Phase. Lass sie da aber auch nicht runterfallen einfach, weißt du? So einfach spontan mal da runterjumpen. Bisschen Schaden kriegen durch die Lava oder was. Oh Gott, okay, ich darf die Felder nicht berühren. Danke für den... Nein! Hinweis.
Ich wollte doch noch trinken. Ja, das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt hart Kacke, tatsächlich. Aber ich versuch's einfach nochmal als Bonus dafür, dass ich so versagt habe. Geht halt auch einfach komplett über die Arena, ne? Okay. Das ist so ein Try, den würde ich bei Souls zum Beispiel jetzt auch schon wieder sein lassen. Die Sache ist, die Kollegen, die da aus dem Flubber kommen, sprich die, die mir jetzt hier die ganze Zeit auf den Senkel gehen, weil die halt einfach Kacke sind, die werden von den Kollegen hier auch besiegt. Was sehr gut ist. Ich lasse das jetzt halt nicht auf mir sitzen, dass ich durch so einen dummen Schwertstreich genau den wohin einfach verreckt bin. Okay, es wäre fast schon wieder passiert. So, mach's gut. So. Drei Streiche, warten, bis er irgendwas tut, nochmal draufhauen. Ist auch alles easy. So, zweite Phase. Aufpassen, dass er nicht wieder einfach nur mit so einem dummen, genau mit dem zum Schlag kommt. Und auch dann ist alles easy. Ich weiß nicht, warum ich mir so Probleme mache mit dem Boss hier. Der nicht mal ein Boss ist. Es ist halt, wenn man so will, ein Mini-Boss, aber halt zweimal. Also es ist ein ganzer. Das ist die Definition von Boss. Zwei Mini-Bosse ist ein ganzer. Nur wenn man so will, ist ein Boss eigentlich jemand mit einem extra Lebensbalken nochmal oder so, ne? So, das war's auch mit dem Kollegen und aus dem wird jetzt der Endboss wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt jetzt hier so ein Viech raus, was ich in dem Tank da gesehen habe. Oder ich aktiviere damit einfach nur die Magie der ganzen Welt. Auch die Möglichkeit besteht. Brücken. Danke. Kurz gucken, wo die hinführt. Ah, so komme ich zu der Kiste. Siehst du mal. Alles ergibt einen Sinn. So, Bomben. Ich könnte auch mal mehr mit Bomben arbeiten, ganz ehrlich. Die hauen immer schön rein. Sind immer nur ein bisschen blöd zu zielen tatsächlich, aber... Ich sollte mehr mit Bomben tun. So, das wäre aktiviert. Ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie so das dringende Bedürfnis zu gucken, ob jetzt die Tür offen ist. Weil das ist so ein Drei-Wege... lila Strahl, der jetzt hier aktiviert wurde. Und ich glaube, das ist schon noch ein bisschen was Mächtigeres. Vielleicht hat das jetzt zu der Öffnung der Tür geführt. Ich bin mir aber natürlich noch nicht sicher, solange ich noch nicht da war. Vielleicht hat das auch einfach nur einen krassen Bossfight aktiviert. Ich gehe nochmal hoch. Ne, okay, da kommt man nicht vorbei. Das ist einfach nur so ein Brunnen. Auf der anderen Seite war ja auch nochmal eine Leiter. So, hier werden die Pokebälle... Von dem Serverturm sind wir mittlerweile ab. Die Pokebälle werden hier produziert. Einige davon. Hei. Das sind ein paar. Die verborgene Kammer. Mhm. Okay. Kann man mal machen. Ich glaube, dahinter ist auch nochmal so ein Energieding. Hier. Mit einer Tür. Also sowohl der Checkpoint als auch die Tür sind, glaube ich, mit dem Teil verbunden hier. Jawohl. Was sich hinter dieser Tür, auf der anderen Seite dieser Brücke und hinter diesem Checkpoint, nein, was sich auf diesen beiden Wegen befindet, werden wir nächstes Mal herausfinden. Aber das da unten ist schon sehr beeindruckend und ein bisschen düster. Weil das sind ja alles diese Energieviecher, ne? Die da eingesperrt sind. Das ist schon krass. Ja, gut. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir werden den Geheimnissen dieser Unterwelt hier nochmal weiter auf den Grund gehen demnächst. Und ja, Dankeschön.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Kommentar, Like, Abo dalassen und wir sehen uns morgen wieder bei Tunic oder bei einem anderen Video. Haut da rein und tschüssi. You're my friend now.